herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Servus, Hans-Peter. Hallo. So, Kaffee war gut. Ja, es ist doch gut. So, jetzt hätte ich eigentlich noch einen Auftrag für dich. Auf jeden Fall bräuchte ich so einen Anhänger da drüben. So einen? Ja, und ich würde gern meinen anderen Trailer, den Fliegel, direkt in Zahlung geben. Bringen Sie den runter? Steht schon hier. Ach, habe ich ja nicht gesehen. Die Dolly möchte ich aber behalten. Dolly möchten Sie behalten? Jo. Nur den Fliegeltrailer in Zahlung. Also direkt verrechnen. Wissen Sie, wie viel der jetzt wert ist? Nö, das machen Sie ja. Sie verkaufen den ja, oder? Ja, könnte ja sein können. Können den als Vorführer... Na, da muss ich gerade mal in die Bücher gucken. Warten Sie mal, ich kann nachgucken. Wie viele Arbeitsstunden hat denn der? Moment. 0,6. Oh. 21.000 ist der noch wert. 21.000. Also laut meinen Büchern, aber ich glaube, wenn wir hier gucken, dann ist der noch mehr wert. Der ist noch ein bisschen mehr wert, ja. Genau. Deshalb verrechnen Sie den einfach mit dem anderen und sagen Sie mir, was Sie da noch kriegen. Mit Ihrer Gewinnspanne. Jo. Gut. Machen wir das. Ich gehe mal gerade zu meinem Traktor. Ja. Gut, bis dann. Dann. Okay, Spaziergängchen hier. Spaziergängchen schadet nicht. Ich hätte ja gern da ein bisschen was abgeerntet für das LU. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da das ganze Getreide hier kaputt gehen lässt. Kann man nichts machen. So, jetzt hätten wir eigentlich noch den Auftrag vom Harry. Was machen die denn hier? Knoll. Knoll? Knoll? Jo? Jo? Hast du MCB-Funk oder was? Ja, gerade. Hast du angestrengt geschaut? Was ist denn hier jetzt passiert? Was? Was ist denn hier passiert? Ich habe ein bisschen asphaltiert. Hast du aber die Polen kommen lassen, oder? Ging ja schnell. Aha. Ja, ich habe Leasing-Leute. Ah, ja, da geht es natürlich flotter. Da geht's flotter. Okay, oh, ich sehe, da habe ich was vergessen. Da hinten liegt noch ein Baum hinten drin. Der Sepp hat mir gesagt, er hat alles hergebracht. Alles schon... Der Sepp? Der Hans-Peter, ey, die zwei, die verwechsel ich immer. Also, ah, hier oben hängt noch einer. Wo? Oh. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Wie gesagt, das war der Hans-Peter. Keine Ahnung. Ich frage ihn gleich mal. Der will sowieso, dass ich ihn anrufe. Ja, okay. Okay, ciao. Voller Ciao. Guten Tag. Hallo. Du wolltest, dass ich dich anrufe, aber ich hätte dich jetzt auch angerufen. Ja. Der Tobias Knoll hat mir gesagt, dass da hinten, wo du gefällt hast, da liegt noch ein Baum. Der liegt auf dem Gelände vom Hafen. Oh. Was hast du denn da gemacht? Der ist über den Zaun gefallen, der ganze Zaun ist kaputt. Uiuiui. Ja. Moment, ja, da muss ich jetzt schnell kommen. Ja, musst du dir zumindest mal angucken. Aber was war denn los? Die Schüssel. Warte, die kannst du mir gleich geben. Ich komme ja hier runter. Die Schüssel? Schlüssel. Die Schlüssel für was? Den Anhänger. Da ist ein Schloss dran. Ach so. Ja, die gebe ich dir dann gleich. Okay.
Und bis gleich. Ja. So, ist das hier gleich weg da. Oh, mal Hackschnitzel draus. Herr Volker. Jo. Wo denn? Hier. Achso, was? Der Baum. Schlüssel habe ich dir gerade hier. Ja, hier, nimm. Danke. Bitte. Und der Baum? Guck mal ganz da hinten. Am Zaun. Ich schau mal. Jo, ich muss mal zu meinem Hof, gell. Bis dann. Ciao. Ciao. So, dann muss ich gerade mal hier. Also wieder zu meinem Höfchen, da war ich nämlich schon lange nicht mehr. Ich muss dann da oben beim Bauhof noch ein bisschen was abholen. Steht nämlich noch Equipment von mir. Aber jetzt bringen wir erstmal den Trecker und die Anbaugeräte runter. Ich habe gar nicht gefragt, wie lange die Lieferung von dem Kinderding ist. Hallo? So? Ja, nee, jetzt rat mal, wenn ich gerade am Telefon gehabt habe. Wenn du am Telefon hattest. Barack Obama? Mit. Hä? Mit. Nein. Mit. Ich verstehe dich immer nur ganz schlecht. Mit. Den Herrn Schmidt? Ja. Warum hat er dich angerufen? Keine Ahnung. Okay. Er sagt, er hat keine Zeit und dann hat er wieder aufgelöst. Na, das ist ja komisch. Okay, ja, schade. Dann, ja. Ja, wenn er wieder Zeit hat, soll er sich halt melden. Sag mir, soll ich mal anrufen? Hä? Soll ich anrufen? Er mich? Ja. Ja, kann er machen. Okay. Ciao. Ciao. Der Telefon, ey. Hallo? 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 Ich sollte Sie anrufen. Ah, Schmidt, hast du eine neue Nummer oder was? Ja. Ah, neues Handy. Ja. Ah, okay. Das ist ein Klingelton. Ja, das ist gut. Hört sich gut an. Ja, der Harry hat gemeint, du hättest, wärst irgendwie viel beschäftigt. Ja, ich musste zu Hause was regeln und... Okay. Ja. Ja, und nun hast du wieder Zeit, oder was? Ja. Okay. Naja, wir können, können uns ja nachher bei Kaffee und Kuchen treffen. Jo. Und dann, kommst du rüber. Jo. Gut. Okay, dann bis später, gell? Jo, bis später. Ciao. Ja, interessant. Gut. Dann fahre ich jetzt mal zum Bauhof hoch. Hol, da liegt noch mein Brandschutzstreuer und meine Forstwinde müsste da noch stehen. Und dann geht's weiter. Ja,
schon mal. Schon mal zum Harry gehen. Harry? Hallo? Du hattest doch vorhin eine SMS geschrieben in die Gruppe. Ja. Wer dein Gras will, was ist denn mit dem Landhandel? Der hat gesagt, er will beide Felder. Ist er vorbeigekommen, hat zwei Ladewagen abgeholt. Hat er gesagt, jetzt hat er genug. Ach, so ein Held. Ja, da dachte ich mir auch. Jetzt habe ich, ja. Dem Sepp habe ich jetzt. Der Sepp will jetzt haben. Okay. Drei Feldern. Wie viel nimmt der? Er würde alles nehmen, was? Ach so, okay, ja, dann passt ja. Wenn nicht, hätte ich überlegt, ob ich mir vielleicht was auf Halde lege, weißt du? Ich hätte noch Feld 10, hätte ich auch. Auch eine Wiese? Bei meinem Hof. Okay. Ich muss mal gerade mit Jürgen telefonieren. Ja. Und dann sage ich dir nochmal Bescheid. Aber was würdest du mit dem Gras machen? In einem Bunker? Ja, erstmal. Ja. Aber liefern hast, tust du auch, oder? Liefern, ja, das würde ich auch, ja. Okay. Weil wenn dann der Ludwig vielleicht nächsten Tag wieder kommt, vielleicht. Ja, das kriegt man, wenn dann braucht es sowieso. Ich müsste dann erst vom Jürgen was bauen lassen. Ja, ja. Okay. Bei mir am Hof, da steht sowas schon. Okay. Ja, ich muss mir da einen Vorschlag machen lassen. Will nicht so viel Geld ausgeben, weißt du. Aber okay. Kann ich verstehen. Gut, dann danke erstmal, gell? Ciao. Ciao. Okay. Okay. Warte mal, ich muss die Steuer noch bezahlen, fällt mir gerade ein. Ich habe gekriegt und 15.000 mal 0,2 sind 3.000 Steuer, sind 1.500. 1.500 Steuer. Ich fahre mal an die Steuer. Stadt überweisen. 1.500. Okay. Ja, 10%, klar, logisch. Hätte man auch im Kopf rechnen können. Gut. Knoll auf Einsatzfahrt oder wie? Ich meine, dass hier noch die Taifun steht und die Bäume muss ich auch noch abfangen, ey. Aber dann. Hä? Ach, da drüben steht sie. Das wollte ich gerade schon mal sagen, ey. Mein Zeug geklaut.
gucken, wo die Bäume sind. Oh, der lehnt aber gefährlich am Haus, glaube ich. Der sieht schon so krumm aus. Oh, oh, oh. Okay. Wie, ob ich die hier hinten rauskriege? Naja, schauen wir mal. Hallo? Hallo! Jo, Jürgen, was, Hans-Peter, was los? Wegen den chinesischen, sagt man, Auto-Stammerkennung, mit Auto-Stammerkennung. Ja. Der Verkaufspreis war fast der gleiche, deshalb gebe ich Ihnen das so. Okay. Also quasi ein 1:1-Tausch. Okay. Und was macht das an Steuer? Nichts. Es wurde getauscht und es macht nichts. Okay. Ich bringe Ihnen das zu Ihrem Hof. Ich bräuchte das, wenn dann beim Bauhof oben erstmal noch. Beim Bauhof? Ja. Fahr ich da hoch. Aber mit Dolly. Jo. Okay, gut, dann bis gleich. Gleich, tschüss. Warte mal. Ja. Kannst du mir nochmal sagen, wie der Timber Runner, welche Taste ich da drücken muss bei der Fernbedienung, dass der das Seil reinmacht? Bei welchen? Bei der Typhoon. Dass das Seil reinmacht? Ja. Sie gehen in den ich glaube, die ist aus. Ja. Ja. Genau. Also okay. Sie wollen das dran machen. Nee, dran gemacht habe ich schon. Und Sie wollen das jetzt abmachen. Ich will die Seilwinde jetzt anmachen, dass die zieht. Also die Seilwinde müssen Sie in den Traktor gehen und da ist rechts so eine Taste, die B-Taste. Okay. Tut sich nichts. In der Anzeige müsste das jetzt eigentlich gelb werden. Oder so orange. Ja, aber wie kriege ich denn das hingezogen? Och, das weiß ich nicht. Ah, ich hab's gefunden, glaube ich. Und was war's? Ihr, unterm rechten Joystick, das Y. Ah. Glaube ich. Ah, gut zu wissen. Bin mir aber nicht sicher. Bewegt sich so wenig. Okay, aber gut, dann bis später, gell? Ich bin gleich oben. Ah, dann bis gleich. Ciao. Ja, ciao. Tut sich da jetzt was oder nicht? Ich. Ah ja, doch, da zieht er doch. Ja, der klemmt hier gleich. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Heute sind wir mal wieder ein bisschen über das Ziel hinausgeschlagen. Denkt dran, morgen und Sonntag gibt es auch eine Folge. Haut rein, macht's gut. Bis dahin. Ciao.